Oh, eine Pritsche. Wirklich originell. Wollen Sie eine Beschwerde vorbringen, Fräulein Goal? Meine Nase juckt etwas. Aber Fräulein Goal, wollen Sie mit dem Gejammer nicht warten, bis Sie einen echten Grund dafür haben? Ach, der Interrogator. Endlich. Lassen Sie uns alleine, Brückenwart. Jawohl, Herr Amtmann. Lassen Sie mich gehen, Argus. Wissen Sie eigentlich, wie viele unschuldige Menschenleben hier auf dem Spiel stehen? Ist Ihnen das vollkommen egal? Haben Sie denn kein Gewissen? Ganz im Gegenteil, meine Liebe. Ich bin nicht der, für den Sie mich halten. Rufus? Oder... nein, Cletus? Wer... Weder noch. Gestatten? Argus, die rechte Hand von Oberkontrollrat Ulysses. Sie kennen doch Herrn Ulysses, nicht wahr? Und wie mir scheint, wissen Sie sogar, dass er das eigentliche Monster in dieser Veranstaltung ist. Jahrelang habe ich still dabei gesessen und zugesehen, wie die Ausrottung eines ganzen Volkes geplant und vorbereitet wurde. Nur um einigen Privilegierten ein besseres Leben zu ermöglichen. Ich darf wohl sagen, ich kenne Ulysses besser als jeder andere. Ich weiß, wie er denkt. Ich bin der Einzige, der diesem Wahnsinn ein Ende bereiten kann. Alles, was ich noch dazu brauche, sind die Aufstiegscodes. Aber dann stehen wir auf derselben Seite. Warum haben Sie Rufus und mich nicht gewähren lassen? Rufus, wenn ich dieses Wort schon höre. Ich werde die Rettung von 11.000 Seelen doch nicht diesem tollpatschigen Möchtegern überlassen. 11.000 Menschen. So viel. Rufus hat mich immerhin gerettet. Ist das ein Witz? Wie ich das sehe, hat dieser Rufus ihn die ganze Zeit über nur Ungemach bereitet. Er will ihnen nicht helfen. Er benutzt sie nur, um aus seinem elendigen Dasein herauszukommen. Aber... gehen Sie mit mir, Goal. Ich werde Sie als Ihr Verlobter nach Elysium begleiten. Sie wissen, ich kann mir die Aufstiegscodes auch ohne Ihre Zustimmung nehmen. Aber ich weiß, dass Sie ein cleveres Mädchen sind. Sie wissen, dass Sie in mir die perfekte Wahl für diese Mission vor sich haben. Ich kann nicht. Warum nicht? Weil... Warum? Ich muss irgendwas tun. Wenn ich doch nur wüsste, wozu diese ganzen Knöpfe gut sind. Ich will ein Minispiel. Hallo? Okay. Ganz kurz. Oh, jetzt bin ich aus dem... Ach du Scheiße, jetzt bin ich aus dem Fenster rausgeklickt worden. Ah! Ich habe kurz den Part beendet und geswitcht und dies, das. Ich drücke jetzt einfach mal wilde Knöpfe. Oh Gott. Was tun Sie da? Das bin nicht ich. Das ist die Maschine. Sie spinnt. Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Aus, aus, aus. Aufhören, habe ich gesagt. Was ist denn das? Wie wird mir denn? Fräulein Goal, hören Sie mich! Sie haben eine Überdosis Sodium-Amytal injiziert bekommen. Sie müssen jetzt bei mir bleiben. Hören Sie? Bleiben Sie bei mir! Nein. Was? Warum nicht? Weil... Goal! Weil ich Rufus liebe. Nein! Stopp! Goal, das wollte ich nicht! Diesen nichtnutzigen Tischmülleimer aus den Augen! Werf ihn von Bord! Sofort! Was hab ich getan? Goal! Was hab ich getan? Oh Gott. Hinsichtlich Goals Tods und dem Verlust der Codes seien hier die Bonmots aufs Minimum beschränkt. Die Lage war trostlos, der Kloß in der Brust groß, wie der Koloss von Schrottos. Logisch, wenn man bedenkt, dass Rufus ins Wohnlose fiel und ihm sein Leben wie ein Spiel wem am Auge vorbeilief, ein grauer Trauermarsch. Und da wurde ihm klar, dass dies das Ende war. Schloss aus, Game Over und alles im Arsch. Hussa und alles im Arsch. Ist das das Ende? Boah.
Aua. Hm. Was? Die Hölle. War ja klar. Heißt das, wir können jetzt Suizid begehen? Goal kann doch jetzt nicht tot sein, Alter. Das geht doch nicht. Tja. Goal kann doch jetzt nicht... Tja. Das geht doch nicht. Nein, ich... Das... Ah, Gott. Tja. Das ist jetzt so. Naja. Was soll ich denn jetzt so sagen? Ich. Oh. Es ist ja. Okay. Sicherung. Okay. Können wir hier raus? Ah, genau, hier liegt ein Stromumkehrer. Ich bin gerade ein bisschen, naja, also... schon ein bisschen schlecht gelaunt, sage ich jetzt mal. Also, mein Goal kann ich jetzt nicht tot sein. Nein? Okay... ist der hier irgendwo? Irgendwo hin? Ich weiß es jetzt nicht. Also ich bin gerade ein bisschen, überfragt. Was haben wir denn hier? Wir haben jetzt einen Stromumkehrer. Aber... was wir damit machen, verstehe ich jetzt noch nicht so ganz so. Verstehen Sie, meine Damen und Herren? Vielleicht so? Okay. Hat uns jetzt aber auch nicht so geholfen. Vielleicht drücken wir mal den... Gibt es da noch einen Knopf? Zum Fließband, okay.
What's that? What's that? Okay. Jetzt verstehe ich nicht mehr so viel. Okay. Ja. Ah, jetzt haben wir hier eine Anleitung. Okay, warte mal. Na prima, Rufus ist tot. Rufus ist tot? Nein, Rufus ist nicht tot. Alles, was ihm jetzt noch bleibt, ist mithilfe der Sicherung die Reihenfolge der Dämon-Tagesstation? Whatever. Zu verändern, sodass sie in einem Stück am Ende des Fließbandes rauskommt. Aber muss das jetzt noch bringen, so? Der Laser kann Rufus nicht nur zersägen, sondern auch wieder zusammenschweißen, wenn er eine feste Konsistenz hat. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die Komplettlösung benutzen soll, weil ich habe sie ja immer noch auf. Ich mach grad mal. Also so müsste es eigentlich sein. Ich versuch das einfach mal jetzt gerade so. Zack. Okay. Aha. Was ist jetzt passiert? Jetzt sind wir... Muss man mal Mikrofon ein bisschen richten. Sind wir jetzt dem Tod entsprungen? Wir gehen ins Licht. Von wegen Licht am Ende des Tunnels. Das ist nur ein beleuchteter Knopf. Oh. Hä? Das ist ja gar nicht die Hölle. Das ist so eine Art Fabrik. Und eine verdammt schäbige obendrein. Heißt das etwa... Ich bin gar nicht tot? Kann mir mal irgendjemand erklären, was hier vor sich geht? Ich glaube jetzt nicht. Eiweiß, Wasser, Fett, Kohlenhydrate, Mineralstoffe. Mysteriöse sechste Anzeige. Was hat das zu bedeuten? Schrottballschläger. Sehr gut. Einen Schrottballschläger habe ich schon mal. Als nächstes werde ich mir dazu die passenden Antworten holen. Ich raff das gerade nicht, was hier so vor sich geht. Trichter. Nimm das. Ja. Sinnlose Gewalt ist immer gut. Gehen wir weiter. Oh Gott, oh Gott. Bleib doch mal stehen. Das ist der Tod. Ich verlange Antworten. Das ist der Tod, Rufus. Mach doch keinen Scheiß. Mach mal keinen Scheiß, Alter. Warte mal, was ist das denn? Stechuhr. Ist bald mal Feierabend? Ja, ich glaube, du hast irgendwie so für immer Feierabend. Kann das sein? Pommesbeute. Plur-O-Fiss. Okay. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Was haben wir denn hier? Tür. Ach, das gibt's doch nicht. Dieses Mistviech hat die Tür von außen verriegelt. Ach, das wird ihm letztlich auch nichts nützen. Nee, ich glaube ihr auch nicht. Also, Oliven? Bohnensack. Ölflasche.
Wasser. Okay, Flakon. Reines Leergut. Ölmühle. Das ist ziemlich witzlos, wenn sie leer ist. Wir haben noch die Oliven. Nee, die Bohnen. Das wird dadurch. Warte mal. Haben wir doch Oliven? Wir haben Oliven. Flakon. Okay, wir haben Olivenöl und wir haben Ölflasche. Wenn das die Küche ist, bin ich wohl doch in der Hölle gelandet. Okay. Wenn das Ölmühle? Es gibt effektivere Methoden, um etwas kurz und klein zu kriegen. Hat er jetzt nicht ganz unrecht. Tür, Schrottbohrschläger. Keine Tür dieser Welt vermag es, einen Rufus auf Dauer aufzuhalten. So. Jetzt sind wir hier oben. Ich will da noch gar nicht weitergehen. Eigentlich will ich mal runter. Mal gerade zurück. Auch wenn das jetzt ein bisschen die Story auffällt, aber weiß ja, wie es ist, ne? Trichter. Ölflasche. Das hat sich jetzt ein bisschen wie ein bekannter Mensch angehört, aber egal. Okay, wir müssen weiter anscheinend. Also, uns bleibt jetzt keine große Wahl. Raus. Und zu den drei Fragezeichen. Gustav, Egon und Baldrian. Kommen wir. In der nächsten Folge. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht zu kurz. Also. Nee, eigentlich nicht. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Warte, ich speichere noch schnell. Speichern. Überschreiben. Yes. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.